Im heutigen Tutorium wollen wir uns mit der Baldwin-Klassifizierung von Ringschlussreaktionen kurz befassen, wiederholen, wie man solche Ringschlussreaktionen klassifiziert. Und das machen wir mal an dem Beispiel aus dem vorherigen Tutorium, wo wir konkurrierende Reaktionen betrachtet haben, nämlich ausgehend von diesem Keton mit dem Bromid in der Seitenkette. Mit einer Base wurde deprotoniert, setzt man eine sterisch gehinderte Base ein, dann wird hier endständig deprotoniert werden. Recht selektiv kann man mit LDA zu diesem Enolat kommen. Ansonsten thermodynamisch günstiger ist jenes Enolat, was höher substituiert ist. Hier hat man es aber auch zusätzlich mit einem Stereoisomer zu tun. Statt auf der gleichen Seite wie der Sauerstoff kann diese Kette natürlich auch auf der entgegengesetzten Seite der Doppelbindung sein. Jedenfalls haben wir in dem vorangegangenen Tutorium herausbekommen, diese Ringe werden dabei gebildet. Jetzt wollen wir nun die Ringschlussreaktion nach Baldwin klassifizieren. Hier steht schon die Lösung dran. Aber wie kommt man nun darauf? Naja, es wurde ein Fünfring gebildet, deswegen hier die 5. Die Bindung von dem Sauerstoff zu dem Kohlenstoff wurde erzeugt. Gleichzeitig im Übergangszustand, stellen wir uns das mal als eine intramolekulare SN2-Reaktion vor, also während der Sauerstoff die Bindung zu dem Kohlenstoff ausbildet, wird die Bindung von dem Kohlenstoff zu dem Bromid gebrochen. Die Bindung, die gebrochen wird, ist geometrisch außerhalb dieses Rings. Deswegen kommt hier ein Exo hin. Ansonsten würde man da ein Endo hinschreiben. Die Reaktion findet statt. Nukleophiler Angriff an diesem Zentrum. Das ist sp3 hybridisiert, hat also 4 Substituenten. So etwas nennt man ein tetragonales Zentrum. Und dann ist die Abkürzung hier hinten für tetragonal TET. Bei diesem Produkt ist ebenfalls ein Fünfring gebildet worden, zwar ein karozyklischer Fünfring, nur ein 5. Gebrochene Bindung ist ja immer die gleiche in allen Fällen, also auch hier Exo. Und, naja, es ist ein tetragonales Zentrum geblieben, wieder Exotet. Jetzt gehe ich mal hier ganz schnell rüber. Jeder von Ihnen wird leicht herauskriegen, dass auch dieser Ringschluss wiederum eine 5-Exotet-Reaktion ist. Kommen wir aber zu dem hier, naja, hier ist ein Dreiring gebildet worden, also müssen wir hier eine 3 hinschreiben, das wäre 3-Exotet. Wie sieht es denn nun aus, wenn wir nicht ein tetragonales Zentrum haben, also sp3, sondern sp2 oder sp? Hier gibt es andere Abkürzungen für. Hier habe ich mal schon Beispiele aufgezeichnet, wie so etwas jetzt aussehen könnte. Wiederum das Enolat. Elektronendichte wird reingeschoben. Jetzt haben wir hier aber nicht direkt das Bromid sitzen, sondern ein Allylbromid. Das hier entspräche dann einer SN2-Reaktion. Dieses nukleophile Zentrum greift hier an, die Doppelbindung wandert weiter und das Bromid wird rausgeschmissen. Im Ergebnis hat sich der Dreiring gebildet. Die Doppelbindung ist zur Einfachbindung geworden und diese Einfachbindung zur Doppelbindung. Also eine Vinylgruppe wird hier an diesem Cyclopropan dran sitzen. Die Reaktion fand statt an einem sp2-hybridisierten Zentrum. Das heißt, es ist ein trigonales Zentrum, weil an dem Kohlenstoff sitzen ja 3 Substituenten dran. Also an diesem Kohlenstoff. Hier ein Kohlenstoff, da ein Kohlenstoff und noch ein Wasserstoff. Trigonales Zentrum hat die Reaktion stattgefunden. In der Baldwin-Klassifizierung wird das dann hinten abgekürzt durch TRIG. Also insgesamt ist das eine 3-Exotrik-Reaktion. Gehen wir nun von diesem Allylbromid zu dem Propergylbromid. Wiederum das Enolat. Wiederum SN2-Reaktion von der Dreifachbindung geht es zur Doppelbindung und diese Einfachbindung wird zur Doppelbindung dabei. Oh, dann haben wir hier kumuliert eine Doppelbindung, noch eine Doppelbindung. Das nennt man ein Allensystem. Die Reaktion hat stattgefunden an einem Alkin, 2 Substituenten da dran. Sowas nennt sich dann ein digonales System.
Und die Abkürzung dafür in den Baldwin-Klassifizierungen ist dann hinten DIG, also Dreiecksodik als Klassifizierung für diese Reaktion, für diese Ringschlussreaktion. Danke fürs Zuhören.